Was habe ich denn da gesehen? Da ist auch Boltgut oben. Habe ich hier irgendwas Illegales drin? Eine Bettpuppe könnte ich später auch noch machen. Zweimal Kissen und einmal Bettlaken. Krieg mal hin, glaube ich. Nehme ich. Nehme ich. Nehme ich nicht. Ah, das sind wirklich tolle Sachen. Bett verprügeln. Bettlaken. Bettlaken und Kissen brauche ich eh. Du wolltest doch das Bettlaken, Liam. Gucken wir, ob ich nochmal irgendwo Klebstoff herkrieg. Ducktape. Oh, ich habe da hinten langsam keinen Platz mehr. Braucht da jemand einen Teddybär? Frühstück muss ich Krawall machen. Okay, ich muss noch schnell. Ah, ich hab's verpasst. Verdammt. Freizeit. Ich bin zu spät gekommen. Ich sollte hier alles abhängen. So, schauen wir mal. Kissen, das? Tatsächlich eine Bettpuppe. Wie toll. Dann kann ich bestimmt einiges anfangen später. Ich sollte mir auch die Pappen, Tinte klauen. Ah, Tinte habe ich ja noch. Einmal Klebstoff, einmal das. Einmal Klebstoff fehlt mir noch. Folie, damit konnte ich bisher noch gar nichts anfangen. Ah, Pappmaché. Ich brauche Klebstoff. Bettlaken soll ich eigentlich wegschmeißen. Hast du was für mich? Folie, so ein Scheiß. Ach, Mittagessen, das habe ich ganz vergessen. Wer könnte mir denn noch was Tolles verkaufen? Mann, kann ich nicht. Nur 300 Portionen Nachtisch auf jeden Fall auf Diät. Ich habe bei der Bundeswehr auch immer haufenweise Nachtisch gegessen, weil das irgendwie niemand essen wollte. Ich fand's gut. Vielleicht.
Vielleicht. Ja. Schade. Ich hab doch nichts bei mir, was illegal ist. Nee. Ich hab gehofft, dass ich... Lass mich bitte zur Arbeit gehen. Die gepanzerte Insassenkleidung kann ich eigentlich immer tragen, wenn ich nicht gerade auf Arbeit bin. Da muss ich ja durch keine Metalldetektoren, oder? Wäre eigentlich clever. Das ist eigentlich perfekt, wenn man einen auf Hooligan hier macht und die Leute verprügeln will. Oder die Wärter umbringt. Die kann man ja, glaube ich, auch umbringen. Zwei Mal müsste ich noch. Ich überlege gerade wirklich, ob wir meine andere Arbeit versuchen sollten. Da kriege ich Metall her. Vielleicht verkauft mir später noch irgendjemand Klebstoff. Wäre super nett. Mein Körper hat auch schon nachgelassen. So. Lalalala. Pfeilen bräuchte ich auch noch ein paar. Bin schon beim Hofgang. Haben wir unser altes Level wieder erreicht. Super. Was brauchte ich denn für diese Drahtzange? Griff, Klebeband war es, okay. Ich müsste eigentlich die Mauer aufkloppen, hinten. Und dann müsste ich mit einer Wärteruniform in der Nacht rausgehen. Die Bettpuppe am besten da lassen und dann wäre ich raus. So, wer verkauft denn was? Ah, diese blöden Sprüche. 49, du Wucherer, aber ich brauche sie. Matt verprügeln. Könnte ich eigentlich gleich machen. Okay, ich mach später. Brauche ich gerade nicht. Ich würde ihm lieber das Geld klauen. Hä? Mit einmal was anderes? Ah, die DVD brauche ich gar nicht mehr, oder? Das ist ja blöd. Naja, vielleicht sollte ich ihn dann gleich verprügeln. Ich laufe ihm am besten nach. Ich bin aber, glaube ich, sogar stärker als er. Aber gegen zwei werde ich nicht ankommen, ich habe bloß eine Gabel. Folgt mir noch. Matt muss hier noch irgendwo sein. Wo ist Matt?
Okay, nichts für mich. Ach du Lutscher. Auch ein bisschen Abendfreizeit, die werden wir natürlich entsprechend genießen. Ich brauche... Einen Griff könnte ich eigentlich nochmal herstellen jetzt. Mit Klebeband in Kombination hätten wir dann tatsächlich schon das erste Werkzeug, was wir wirklich brauchen. Dann hoffe ich, dass wir das Gefängnis bald schaffen. Wenn man die Rezepte hat, ist es auch leichter, glaube ich. Ich krieg bestimmt gleich den nächsten Erfolg, wenn ich meinen Körper dann auf soweit Maximum habe. Muskelprotz oder so. ...50 ist das Maximum. Dann muss ich bloß noch Geschwindigkeit machen, dann mache ich in Zukunft erstmal nur Geschwindigkeit. Das hält dann eine Zeit lang vor. Und der Hofgang muss dann eigentlich ausreichen, um das alles zu halten, glaube ich. Lalalala. Wenn da einer umfliegt, werde ich auf jeden Fall plündern. So wie sich das für einen Gefangenen gehört. So. Keine Aufträge aktuell. Natürlich sinkt jetzt meine Kraft sofort. Jupp. Jupp. Leben kann ich schaffen. Jupp. Liam verprügeln. Machen wir morgen. Ich war doch noch drin eigentlich. Was Duct Tape brauche ich einmal? Nichts passiert. Griff, Klebeband. Nichts passiert. Entweder habe ich ihn falsch aufgeschrieben oder stand falsch. Aber ich kann doch das mit Metallblech. So, was ergibt denn das? Eine brüchige Schaufel, immerhin. Noch ein Metallblech dazu. Und brauche ich dann noch einen Griff? Und nochmal das. Vielleicht eher das. Ah, leichte Schaufel. Ich muss es vielleicht so machen. Das wollte ich nicht. Bettpuppe. Pappmaché haben wir sogar noch.
Geht sogar. Okay, ich brauche nur noch einmal Kleber. Schaufel hätte ich gar nicht gebraucht. Ich brauche Pfeilen. Pfeilen und Kleber. Erwins Zahnseide. Yay. Das wollte ich aber gar nicht. Den Draht nehme ich auch mal mit. Machen wir eine Draht. Obwohl, brauche ich eigentlich gar nicht die Attrappe. Die bringt mir eh nichts. Ja. Nein. Auch Pfeilen. Komm schon, ich will das heute schaffen. Ich brauche Pfeilen und Draht. Quatsch. Ihr wisst, was ich brauche. Klebstoff, meinte ich. Medizin, was bringt mir das? Ja. Ich glaube, zum Frühstück schaffe ich es auch nicht mehr. Doch, schaffe ich. Muss ich eigentlich noch machen? Ach Mist, ich glaube, ich habe es vergessen, stumm zu machen. Seidenes Taschentuch. Wo ist denn Liam? Liam soll ich verprügeln. Mika, Markus. Das war doch der Schwarze, oder? Ich laufe mal kurz nach. Huch. War ich nicht. Ich bin so schnell für dich. Hihihihi. Okay, die Geschwindigkeit bringt's. Juhu. Klebstoff, Klebstoff. Keiner für mich. Klebstoff ist mein bester Freund. Doch, ich kriege ihn nicht. Und Pfeilen. Wir gehen gleich zum Essen. Ah, sie halten sich schön alle dran, merkt ihr das? Es gibt keinen von denen, der irgendwie anders ist. Drum sage ich, es wäre wirklich cool, wenn man hier verschiedene Personen spielen lassen könnte. Zwei oder drei Leute, die vielleicht auch gemeinsam ausbrechen müssen. Die müssen halt gemeinsam ihre Mauer wegmachen. So, beim Essen sollten wir uns blicken lassen. Wenn auch verspätet.
Bruder, war ein Luder und jeden Tag im Öl. Mein Vater und mein Bruder sind auch schon in der Hölle. Mein Opa war sein Lebtag nur im Häfen drin. Ich knack grad am Automaten, weil ich ein starker Raucher bin. Ich glätsel, was ich kriegen kann und ich will grad springen. Da hör ich die Sirenen, das alte Lieder singen. Auf meiner Pritschen und dressier ein Assel und denk